Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Ja, wir sind immer noch in der neuen Zone, wie soll ich es nennen? Ja, Ära, wie auch immer, angekommen. Wir sind immer noch dort angekommen, ja, sehr gutes Deutsch schon wieder. Nein, wir sind dort immer noch und wir suchen unseren Hund, der uns irgendwie abhanden gekommen ist. Und in einer Cutscene haben wir ihn schon gesehen und er hat sein Aussehen wieder geändert. Und sein Aufenthaltsort liegt hinter dieser riesigen Wüste, auf die ich eigentlich gar keine Lust habe, denn die Hitze hier in der Wüste entspricht etwa der Temperatur draußen. Also der deutschen Außentemperatur, zumindest in einigen Teilen Deutschlands. Das ist ja echt brutal, was hier heute bei uns diesen Wochen bei uns abgeht, diese Sommertemperaturen. Das ist übertrieben warm, also manche mögen das vielleicht so richtig extrem heiß, aber eigentlich schon fast zu viel und das macht auch nicht jeder Mensch mit, das kriegt man auch immer wieder mit, dann hier und da hört man vielleicht einen Krankenwagen sogar, weil irgendeiner Kreislaufprobleme hat, also da muss man schon aufpassen. Ich gucke auch immer, dass ich selbst viel trinke und da möchte ich doch mal sowas wie einen Appell an euch weitergeben. Passt bitte auf euch auf, nicht dass da noch einer umkippt. So, und wir machen an dieser Oase Rast, genau wie der Typ hier. Den habe ich nämlich beim letzten Mal schon gesucht. Ganz schön warm heute, oder? Und diese vielen Insekten hier. Was ihr braucht, ist Hilfe. Zufällig habe ich eine Formel, die euch weiterhelfen wird. Sie nennt sich Bienenattacke und ist sehr nützlich gegen unbeliebsame Verfolger. Aha. So, wir haben die Bienenattacke. Allerdings können wir sie nicht ausrüsten, da, ja, wie ich mal erwähnt habe, haben wir nur begrenzt Platz für Formeln, die wir mitnehmen können. Und das heißt, für die Bienenattacke müssten wir jetzt quasi eine andere Formel abwählen. Und dann könnten wir die Bienenattacke mitnehmen. Das mache ich jetzt auch. Und zwar schmeiße ich den Säureregen raus. Und nehme mal die Bienenattacke rein. So, Bienen attackieren die Gegner. Nicht schlecht. Naja, benutze ich eigentlich auch eher selten. Ich weiß gar nicht, verringert der Energieschild eigentlich den Hitzeschaden hier? Weiß gar nicht. Ich glaube, es bringt nicht viel, aber egal. So, wir haben also eine neue Formel bekommen. Die habe ich beim letzten Mal gesucht. ja, wir können sie allerdings nicht nutzen, weil neben dem Wasser, das wir für die Formel brauchen, brauchen wir noch Essig. Und Essig habe ich noch gar keinen. Und ich habe ein Level up. Level 13. Nicht schlecht. Ich kann schon mal sagen, hinter der Wüste erwartet uns natürlich die Stadt, in der unser Hund angekommen ist. Und in dieser Stadt erwartet uns, wie Spielekenner wissen, hier ist die Oase schon wieder. Was ist das jetzt? Gerade eine Zeitreise gemacht? Ich bin nur so nach oben weggelaufen. Okay. Strange. Ich bin verwirrt. Nein. Was ich eigentlich sagen wollte, in dieser Stadt erwartet uns ein Tauschhandel. Und das ist jetzt ein Hinweis an Spielekenner. Die wissen, was dort auf mich wartet. Dieser Tauschhandel ist größtenteils eigentlich für mich, also was heißt größtenteils, eigentlich ist er für mich blind, weil ich keine Ahnung habe, wo sich was ertauschen lässt. Ich muss da selbst wieder nachgucken und werde dann einfach versuchen, so viel wie möglich dort zu bekommen, denn dort gibt es allerlei Schnickschnack, die mir, jetzt läuft der hier rum oder was? Oh Mann. Allerlei Schnickschnack, die mir meine Waffen verstärken, meine Zauber verstärken, also ein Zeug oder Rüstungsteile allgemein. Da kann man ziemlich viel abgreifen. Und ich versuche einfach so viel wie möglich zu holen. Ich habe jetzt darauf verzichtet, jetzt nochmal extra nachzugucken, wo kann ich was ertauschen, weil auch wenn ich das Spiel so oft gespielt habe, das ist eigentlich immer der Aspekt, den das vergesse ich immer wieder, weil es einfach ziemlich viel ist. Und ganz ehrlich, und das macht einfach ein bisschen, das bringt ein bisschen Dynamik rein, wie ich finde.
Weil man dann nie genau sagen kann, okay, jetzt habe ich wieder alles. Und ich habe einfach nur quasi das jetzt bekommen und damit mache ich jetzt quasi das Beste draus. Und das, ja, darauf will ich mich einfach hier einlassen. Und ich bin mal gespannt, wie weit ich komme mit dem Tauschgeschäft. Ihr werdet es ja dann sehen, wenn ich dann irgendwann heute die Stadt erreiche und nicht mehr auf diesen seltsamen Typ treffe, der jetzt hier schon wieder rumläuft. Also irgendwie ist es gerade verbuggt. Anscheinend. Ich weiß nicht, warum ich den andauernd treffe. Im Zweifelsfall versuche ich nach unten zu laufen und so wieder zurückzukommen. Denn, also meines Wissens nach ist die Wüste nämlich nicht unendlich konzipiert, sondern wirklich als riesige Map generiert. So wie alles andere auch. Das heißt, man kann links, rechts, oben, unten an Grenzen stoßen und der rennt hier überall plötzlich wieder rum und taucht auf. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich in einen Bug geraten bin. Das wäre natürlich nicht so günstig. Ja, ich laufe jetzt einfach mal weiter nach oben. Ja. Und hoffe, dass ich mein Ziel erreiche, weil so wird das nämlich sonst nichts. Ja doch, da haben wir es doch. Hier haben wir das Stadttor, was ich gesucht habe. Doch, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Hier draußen gibt es nämlich noch etwas. Nämlich, wenn man von der Stadt aus, ja, hier ausgeht, dann steht man hier und wird im Kreis gewirbelt. Und das muss man einfach über sich ergehen lassen. Das dauert eine Weile. Schmeckt Höllenfaust und hört auf, mich da rauszuschubsen, Mensch. Das ist doch... Okay. So, erstmal die Vergiftung lösen. Heilen, wie auch immer. Dann hau ich denen das auf die Mütze mit der Höllenfaust, die ich unbedingt leveln muss. Und ich habe aber keinen Kalkstein für die Faust. Ne? Das habe ich beim letzten Mal schon festgestellt. Ich hatte kein Geld, um mir Kalkstein groß zu kaufen. Leider. So, nochmal heilen. Ziemlich nervig ist, dass man einfach hier drin bleiben muss. Und andauernd Gegner kommen, also... Ja, die vor allem keinen Schaden nehmen. Das ist sowieso das Beste. Und wir spielen Sandkarussell mit Spinnen. Das ist, naja. Jetzt eher nicht so spannend. Und vor allem, wenn man dann dauernd die Attacken verfehlt und die einen immer so rausschmeißen. Mensch. Egal, was ich hier einsetze, nichts macht Schaden. Die Höllenfaust macht keinen Schaden, weil sie nicht gelevelt ist. Der Hitzeblitz ist schwach gegen die und ja, alles weitere kannst du hier eh vergessen. Das gibt's doch nicht, oder? Liegt das jetzt an meinem Speer, das ich verfehle? Ich nehme mal die Trantelaxt. Hatte ich die auch gelevelt? Ne, die kann ich hier aufladen. Ja, ich habe nur noch 30 KP. Oh Mann. Also liebe Freunde, das kann sich hier nur noch um Stunden handeln. Ja, mit der Tarantel-Axt hau ich so daneben. Finde ich das auch ein bisschen mies, dass man erstens so daneben haut und zweitens dann auch noch daneben verfehlen kann. Und ja, die Tarantel-Axt. Macht, glaube ich, mehr Schaden. Würde Sinn ergeben. So, das kann, wie gesagt, ein Weilchen dauern, hier entlang zu trudeln. Ich hoffe, euch wird dabei nicht schlecht. Naja, ist halt... naja, was ist das hier? Kinderkarussell für Arme oder... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht konnten sie sich auch einfach den Spielplatz nicht leisten und haben dann hier einfach, keine Ahnung, imaginären Treibsand hier aufgebaut oder keine Ahnung. Ach, mir wird schlecht.
Also, ja, genau, um wieder auf die Hitze zurückzukommen. Ich habe gerade was getrunken und wundert euch nicht, das kann öfter mal sein, dass ich hier während den Parts was trinke, weil es einfach extrem warm ist. Und ich dann entsprechend viel trinke, damit da nichts weiter vorkommt. Und wir haben jetzt schon wieder 10 Minuten hier drinne und haben eigentlich noch nichts gemacht. Wir stehen hier rum, der Kommentar ist im Schlechtwert, kam schon. Das ist das erste Anzeichen. Aber wir machen jetzt Folgendes. Ich muss kurz was nachschauen, deswegen mache ich mal kurz Stopp. So, da sind wir auch wieder. Ich habe mir jetzt was überlegt und zwar machen wir das jetzt folgendermaßen. Ich save hier und werde jetzt einfach mal vorspulen, weil das ist, ihr seht's. Es dauert eine ganze Weile und ich habe nur noch 10 kp. Und wir sind in den Treibsand gesogen worden, also in diesen Sand gezogen worden und ja, sind jetzt unterirdisch und müssen was finden. Wir heilen uns erstmal kurz, bevor wir hier sterben. Reis und Gewürz erhalten. Das habe ich gesucht und das werde ich noch brauchen. Ansonsten rüste ich mich jetzt wieder mit dem Speer aus und wir gehen in die Stadt. Tritt ein, Fremder, und huldige unserem Herrscher. Okay, wir sind wohl in einer. Ja, ich würde sagen, wir sind hier eindeutig in der Antike, denn hier, das sieht aus wie ein Römer. Ja, und allgemein, was ist denn hier los? Hallo? Ahoi, hier sieht man nicht viele Leute, die Hosen tragen. Du scheinst etwas seltsam zu sein. Ich bin doch nicht von hier. Die Hühner sind nicht zu verkaufen. Ich liebe sie. Was dir fehlt, mein Freund, ist ein Keramiktopf. Er hat ein klassisches Design, ist wurfsicher und auch als Nachttopf verwendbar. Für 2 Reissäcke gehört er dir. Was meinst du, das Rüberwachsen? Ja, ich habe mal einen genommen. Wie gesagt, keine Ahnung. Das ganze Zeug finden wir hier im Beutel. Wir haben, ja, Reis und Gewürz voll gestackt bekommen. Normalerweise müssten wir das hier sonst kaufen, so viel weiß ich. Und wir haben jetzt einen Keramiktopf. Nun gut. Das ist eine Ziege. Oh, was hast du denn? Du siehst aus, als ob du kein Geld hättest, aber falls doch, dann kauf die Schakalfigur. Bekommst du für nur 5 Gewürzfässer oder 2 Hühner? Wie sieht's aus? Ich habe weder das. Moment, sagt der Gewürzfässer? So, hast du die Gewürze. Jetzt habe ich eine Schakalfigur. Was macht die denn? Das ist auch nur eine Tauschware. Bringt mir so nichts. Hey, ich glaube, Amulett des Charon wäre genau das Richtige für dich. Du schreckst damit nicht nur Gegner ab, sondern kannst damit auch bei den Mädels angeben. Und das alles für nur 30 Reissäcke. Her damit. Ich kann, glaube ich, nur eins davon tragen, oder? Kann ich mehr tragen? Ja, ich kann mehrere tragen. Das ist gut. Dann nehme ich mal. So, jetzt habe ich natürlich ziemlich viel Reissäcke ausgegeben, aber das macht nichts. So, ich handle mit Rüstung. Was brauchst du? Was du brauchst, ist ein Granitpanzer. Wenn du eine Juwelenskarabiner hast, können wir tauschen. Ja, was auch immer man da antworten kann. Ich bin Pazifist. Okay, jetzt wird es aber langsam komisch. Der Berater eines neuen Herrschers hat eine Kundgebung angerufen. Deshalb schließen wir in 14 Minuten. Mein armer Ultra verleiht einer Rüstung strahlende Sauberkeit und reine Stärke. Ich tausche es gegen den Schleifstab. Armer Ultra? Na gut, das nächste Mal wieder bei etwas getauscht. Ja, ihr seht schon, hier ist alles in vollem Gange. Und ich glaube, hier bist du. Seide, ja. Seide brauchen wir unbedingt. Ich brauche aber Perlen dafür. Perlen, Perlen, Perlen. Ich brauche Perlen. Wo kriege ich Perlen her? Wer hat Perlen? Hast du Perlen? Für nur 12 Juwelen pro Stück kannst du hier einzigartige Perlen kaufen. So, ich brauche hier nämlich Seide. Ich wollte eigentlich mehr als nur ein Stück Seide. Ich wollte eigentlich. Ja, gut, komm, nimm mal. Jetzt kaufen wir sie halt alle einzeln, egal. So.
haben wir dreimal Seide. Und jetzt gehen wir erstmal kurz raus hier. Und suchen etwas. Denn, genau hier. Na, kommt euch dieser kommt euch so ein Felsen bekannt vor? Bestimmt. Und wir wenden die Telekinese drauf an. Und jetzt kommt ein muskulöser Typ. Ich bin Erwin, der Barbar. Ich bin stark, aber blöd. Niemand außer mir kann diesen Felsen heben. Nein. Komisch, ich dachte immer, Barbaren haben andere Namen. Erwin klingt ziemlich bescheuert. Ja, das ist komisch. Na, soll dir Erwin zeigen, wie man den Felsen bewegt? Für ein Seidentuch vom Markt würde ich es tun. Okay, Ameisenhirn. Ein guter Handel. Räum den Weg frei. Jetzt geht's los. Ja, Erwin ist ein ziemlich fetter, dummer Muskelprotz-Typi, der Kraft hat, aber kein Hirn, wie er selbst sagt. Siehst du, so hebt man einen Felsen. Und auf den werden wir auch später im Spiel noch treffen. So viel dazu. Dazu dann später mehr, wenn wir ihn wiedersehen. Wo das Ding wohl landen wird? Tja, wo das Ding landen wird, das werden wir auch noch raus... Scheiße. Boah, Gott sei Dank. Ich habe mich nämlich gerade wieder versaved. Wenn das jetzt hängen geblieben wäre, hätten wir das Ganze nochmal machen können. Dann wäre der ganze Part umsonst gewesen. Ja. Der köstliche Reis kostet nur 3 Juwelen pro Sack. Reis kaufen? Ich nehme mal 10. Nehme mal 10 Reisdinger mit. Ziemlich aus. Möchtest du stinkende Fische? Sie sind ekelhaft, heilen dich aber. 30 Juwelen, nee, danke. Ich will keinen Fisch. Was hast du? Importreis für 6 Juwelen. Was habe ich gerade für den anderen gezahlt? Ich weiß nicht mehr. Ja, wie gesagt, man muss ja manchmal wirklich Preise vergleichen hier auf dem Markt. Das ist ziemlich cool gemacht. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Nur 10 Minuten bis zur Kundgebung. Gleich machen hier alle Läden zu. Hier kannst du feinste Düfte einkaufen für nur 3 Gewürzfässer. Interesse? Klar. Ich nehme, das ist glaube ich Rosenwasser. Ich nehme 6 Flaschen mit. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich davon brauche. Gewürze sind meine Spezialität. Für nur 2 Perlen und 3 Keramiktöpfe bekommst du ein Gewürzfass. Kein Interesse, danke. Was hast du? Hey, mit meinen Perlen wirst du viel Spaß haben. Die Dinge kosten dich nur 1 Reissack und 3 Juwelen pro Stück. Ist ziemlich unfreundlich, wenn man nichts kauft. Noch 10 Minuten bis zur Kundgebung. Gleich machen hier alle Läden zu. Das Rubinherz wird die Kräfte deiner Gegner schwächen. Ich würde es dir für den Moxerstab oder Seide, den Skarabäus und einen Kalksteintafel geben. Andere Dinge? Ja. Ach so, nee. Seide, Skarabäus und Kalksteintafel dann. Okay. Verstehe, okay. Rüstung habe ich zwar nicht, dafür ein Blecheimer. Er kostet dich 10 lächerliche Gewürzfässer. Wie wär's? Ja, gut, zeig mal her. Ja, das ist tatsächlich ein Helm und ich glaube, der ist sogar besser. Ich weiß es nicht. Ja, der Blecheimer. 18. Geht auf 18 rauf von 11 mit der, von dem Bronzehelm. Ja. Also, Respekt. Gern wissen, wie das aussieht. Naja, mit dem Moxerstab kannst du Wunden viel effektiver heilen. Für 2 Hühner, einen Juwelenskarabäus und 12 Gewürzfässer gehört er dir. Also ich brauche irgendwoher Hühner und sowas. Sonnenstein mit den Kämpfen enorme Kraft verleihen. Für eine Kalksteintafel und 5 Reissäcke. Ich habe keine Kalksteintafel. Ja genau, da kommen wir nämlich noch zu einem weiteren Abschnitt dann. Moment, hier ist das noch was. Ah, ich bin die Pfandleiterin. Für 5 Juwelen nenne ich den Wert deiner Sachen. Nee, danke. Schleifstab verleiht deinem Schwert Kraft. Ich überlasse ihn dir für den Sonnenstein oder die Schakalfigur plus 10 Gewürzfässer. Lauter Sachen, die ich nicht habe. Bronzeklaue, die Abwehrkräfte deiner Waffen. Für einen Löffel 2 Seidentücher gehört sie dir. Was meinst du? Kein Bedarf. Beziehungsweise, also kein Bedarf im Sinne von, ich kann es mir hier auch nicht holen, weil ich das Zeug nicht habe. Ich muss, glaube ich, ja, rüber. Erstmal ist hier noch jemand. Du willst Perlen für 10 Juwelen pro Stück. Und deine dir. Ne. Komm. Bei dir kann ich, glaube ich, Geld wechseln. Ja, kann ich.
Brauche ich jetzt aber nicht. So. Wir müssen jetzt erstmal kurz hier rüber. Und dann hier in dieses Haus rein. Ja, die Spinne läuft nicht umsonst dahinter. Denn da ist jemand. Was soll das? Ich habe gerade geschlafen. Oh, geschlafen? Sorry. Bist du Vegetarier? Zumindest siehst du so aus. Mickrig, blass, ausgehungert. Ein bisschen Power könnte dir nicht schaden. Ich habe genau das Richtige für dich. Kennst du Arnold? So, wir bekommen hier die Arnold-Formel. Die werden wir nicht wirklich brauchen, großartig, sondern nur einmal im ganzen Spiel. Eigentlich, man kann sie sonst benutzen, aber ja. Arnold erhöht, Peltwitze Arnold, die erhöht einfach meine Kampfkraft. Das, jetzt kommt nämlich der Haken, man braucht das Arnitamin, um die Formel zu benutzen. Und das ist ziemlich teuer. Deswegen lohnt es sich auch nicht, die Formel groß zu benutzen. Das einzige Mal, dass ich sie eigentlich benutze, ist nämlich hier, weil man sie hier ganz gut gebrauchen kann. Aber das werdet ihr noch sehen. So, dann schauen wir mal weiter. Was Händler im Norden des Marktes haben, also Pflanzenmensch speziell im Süden, findest du Zauber und andere mysteriöse Gegenstände. Ah, gut zu wissen. Hallo, nun bist du erster Kunde seit der Eröffnung vor 3 Jahren. Okay. Ich habe heute super Angebot. Ich habe damit Kalksteintafeln. 4 Gewürzfässer und 2 Perlen. Ich habe keine Perlen mehr. Verdammte Scheiße. Juwelenskarabäus, Gewürzfass und 2 Flaschen Rosenwasser. Juwelenskarabäus, vielen Dank. Ich habe 3 Flaschen Rosenwasser oder so, ne? Gehabt. Sonst würde ich nämlich noch einen mitnehmen. Nee, ich habe noch 4 Rosenwasser. Die Frage ist, brauche ich den überhaupt nochmal? Ich weiß gar nicht. Ach komm. Ich nehme ihn mit. So, bei dir bekomme ich die Kalksteintafel. Da brauche ich Perlen. Okay. Perlen, 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 Perlen. Das Nervige ist, man muss ja immer außen rum durch dieses Haus durch, weil die Läden so scheiße sind. Scheiße platziert sind. Und das wird wohl der Grund sein, warum das Geschäft nicht läuft. Tja. Sollte man sich mal überlegen, nicht? Ja. Nun gut, mit dem Tauschen geht's dann im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.